Ja, herzlich willkommen nochmal an alle Teilnehmer von unserem Zscaler-Webinar. Mein Name ist Helmut Neugebauer, ich bin Vertriebsingenieur hier bei Zscaler in München. Und ich will Ihnen heute das Thema Secure Cloud Services von Zscaler ein bisschen näher bringen und auch ein paar Worte über die Firma an sich verlieren. Zscaler ist schon relativ lang mit dem Produkt am Markt, das wir uns heute genau anschauen. Die Mission, die dahinter steckt, ist eigentlich ganz einfach beschrieben. Wir wollen einen sicheren Internetzugriff zur Verfügung stellen, der unseren Kunden ermöglicht, mobile Benutzer genauso wie Niederlassungen mit einer gleichen Sicherheitspolicy auf eine sichere Art und Weise ins Internet zu lassen. Wir sind mit dieser Technik sehr weit verbreitet. Wir haben über 40 Data Center bereits in Betrieb. Das ist eine Nummer, die sich sehen lassen kann, gerade wenn man es mit Mitbewerbern vergleicht. Keiner unserer Mitbewerber hat eine solche Anzahl von Data Centern heute in Betrieb. Die Lösung existiert seit 2008, ist also relativ gut durchentwickelt und dementsprechend viele Bestandskunden können wir auch schon verzeichnen. Wir haben ca. 3000 Firmenkunden in ca. 160 Ländern mit mittlerweile sogar 10 Millionen Benutzern in dieser Cloud-Lösung. Das Kundenspektrum ist sehr breit gestreut. Also wir haben von kleineren Firmenkunden bis zu größeren Konzernen im Prinzip alles an Bord. Unser größter Kunde ist das National Health Service in England mit 1,6 Millionen Benutzern in dieser Cloud-Lösung. Ja, wir sind recht erfolgreich am Markt. Wir wachsen stetig, wir sind Cashflow-positive und wir werden auch gleich ein paar Bemerkungen aus dem letzten Report von Gartner aus dem Secure Web Gateway Report hier anschauen, wo wir sehr positiv bewertet worden sind. Ja, was steckt hinter dem Produkt? Der Ansatz ist eigentlich relativ einfach erklärt. Wir wollen unseren Kunden einen sauberen und sicheren Internetzugriff bieten und das auf globaler Basis. Das heißt, zu jeder Zeit, überall auf der Welt, für alle Benutzer dieser Kunden. Und das wird mit einem Cloud-Ansatz bewerkstelligt. Das heißt, unser Produkt basiert im Prinzip auf einem Dienst, der ohne Hardware und ohne Software auskommt. Und das sind auch schlagende Argumente für unsere Kunden. Der Ansatz ohne Hardware und ohne Software bietet natürlich einige Vorteile gegenüber den althergebrachten Möglichkeiten, die unsere Kunden in der Regel in der Vergangenheit verwendet haben. Es waren in erster Linie appliance-basierte Lösungen. Und wenn man das mal direkt mit so einem Cloud-Ansatz vergleicht, ergeben sich da wesentliche Vorteile. Zum Beispiel müssen unsere Kunden keine Hochverfügbarkeitsproblematiken bedienen. Das sind alles Bestandteile unseres Services. Also sie müssen sich nicht mehr redundante Appliances in den Serverraum stellen. Sie müssen sich auch nicht mehr darum kümmern, wenn die Hardware veraltet oder es zu Kapazitätsproblemen kommt. Das sind alles, wie gesagt, Bestandteile, die wir mit unserem Cloud-Service abdecken. Keine Software bedeutet in dem Moment dann auch, dass der Kunde sich nicht mehr mit Migrationsproblemen rumschlagen muss. Das heißt, wenn jetzt ein Softwarestand von Version A auf Version B hochgezogen werden muss, müssen sich die Leute keine Gedanken mehr darüber machen, wie ich denn die Konfiguration von einer Version in die andere oder von einer Hardware auf die andere bekomme. Auch diese Problematiken fallen weg. Die Lösung ist global verfügbar. Das heißt, wir sind im Prinzip auf allen Kontinenten der Welt vertreten und können mit diesem Ansatz auch mobile Benutzer einfangen und mit der gleichen Policy ins Internet gehen lassen, wie Benutzer, die eben im Unternehmensnetz sitzen. Und diese Vorteile münden natürlich alle in einen reduzierten TCO, das heißt in reduzierten Kosten für unsere Kunden. Und das macht das ganze Paket recht attraktiv. Ja, wie gesagt,
Gartner hat uns die letzten Jahre stets analysiert und unter die Lupe genommen. Auch im letzten Jahr sind wir sehr positiv bewertet worden. Wir sind der am schnellsten wachsende Hersteller in dem Bereich. Gartner bestätigt uns in dem Report von 2013, dass wir eine sehr komplette Vision haben, um eben unsere Benutzer, unsere Kunden zu schützen. Wir haben mit diesen 40 Datacentern, die wir in Betrieb haben, bei Weitem den größten Footprint, wie es hier genannt wird. Also wir sind sehr, sehr gut aufgestellt, was die globale Verfügbarkeit betrifft. Ja, und das wird hier auch nochmal bestätigt, dass wir ein recht guter Kandidat für die meisten Firmenkunden sind, die eben so eine Lösung suchen. Man sieht hier, wir sind in dem oberen rechten Quadranten, also im Leaders Quadrant von diesem Report vertreten, zusammen mit allen möglichen namhaften Herstellern. Bemerkenswert ist in dem Zusammenhang vielleicht auch noch, dass wir hier der einzige Hersteller sind, der rein auf einem Cloud-Ansatz basiert. Das heißt, alle anderen Hersteller bieten Mischformen an, die eben aus Hardware und Cloud-Services bestehen. Zscaler ist der einzige Hersteller, der rein auf Cloud-Services setzt. Hier vielleicht noch ein paar Sätze aus dem Report. Wir sind der einzige Hersteller, der tatsächlich Latenzstatistiken ausweist in den Logdaten. Das heißt, wir machen es für unsere Kunden sehr einfach und transparent, wie performant denn die Lösung funktioniert. Wir können mit dem Thema recht offen umgehen, weil die Technik, die dahinter steckt, sehr gut optimiert wurde, bereits im Vorfeld, bevor wir mit diesem Produkt auf den Markt gingen, gab es da eine erhebliche Entwicklungsleistung in Hinsicht Performance-Tuning dieser Data-Center, die wir eben betreiben. Und deswegen sind diese Latenzwerte eben so gut, wie sie hier eben auch offensichtlich in den Logdaten zu erkennen sind. Wir sind einer der wenigen Hersteller, die einen sehr fortschrittlichen Authentifizierungsmechanismus verwenden, basierend auf SAML Single Sign-On Lösungen. Dazu werde ich später nochmal kurz was sagen, was sich dahinter verbirgt. Es ist im Prinzip ein sehr benutzerfreundliches Authentifizierungsmittel, das wir hier anbieten, das komplett transparent ist. Das heißt, der Benutzer muss keine Benutzernamen oder Passwörter mehr eintippen, um sich gegen diesen Cloud-Service von Zscaler zu authentifizieren. Ja, und zu guter Letzt wird uns hier auch noch bestätigt, dass die Policy, die wir definieren können, die der Kunde eben auch umsetzen will, dass wir hier sehr flexibel sind. Wir können da alle Anforderungen unserer Kunden in der Regel abdecken. Ja, warum brauchen wir so einen Cloud-Service? Die Motivation, die dahinter steckt, ist bei vielen Kunden einfach eine einfache, globale Unternehmenspolicy durchzusetzen. Das konnte man früher auch schon, aber der Ansatz, der dazu verwendet wurde, sah komplett anders aus. Viele unserer Kunden kommen von diesem Ansatz und wollen definitiv weg von diesem Ansatz, der jetzt hier auf diesem Slide geschildert ist. Der sah so aus, dass Niederlassungen oder mobile Benutzer zumeist das Headquarter zurückgeroutet wurden und von dort aus zentral ins Internet gingen. In diesem Headquarter wurde dann zentral eine Sicherheitslösung etabliert, die eben diesen Web-Traffic scannen konnte. Das ist allerdings mit erheblichen Nachteilen verbunden. Zum einen verlängern diese Umwege über das Headquarter natürlich die Strecken ins Internet. Das führt oft zu Latenzproblemen, das heißt zu Verzögerungen. Und die Benutzer können somit nicht mehr so performant surfen, wie sie es eigentlich gerne würden. Zum anderen sind damit auch Kosten verbunden, weil in vielen Fällen diese regionalen Offices zum Teil auch mit MPLS-Strecken angebunden wurden. Und diese Strecken
sind unter Umständen sehr kostenintensiv. Und es hat sich herausgestellt, dass der Großteil dieses Traffics innerhalb dieser MPLS-Strecken reiner Web-Traffic ist. Das heißt, Verkehr, der eigentlich auch mit direkten Zugängen zum Internet abgefackelt werden könnte. Damit würden diese Bandbreiten wegfallen und natürlich auch die Kosten. Und das ist genau der Ansatz, den Zscaler verfolgt. Wir wollen den Benutzern, den einzelnen regionalen Büros, einen möglichst direkten Zugang ins Internet bieten, um hier diese Rückwege ins Hauptquartier sozusagen zu vermeiden. Dadurch werden Kosten erspart zum einen, aber natürlich auch profitieren wir dadurch in der Form, dass die Anbindung sehr viel performanter wird und schneller. Nachdem viele auch businesskritische Applikationen heutzutage in der Cloud gehostet werden, ist das eigentlich der Ansatz, der in Zukunft immer mehr zum Tragen kommt. Das heißt, die businesskritischen Applikationen, die die Benutzer verwenden, um ihr tägliches Geschäft zu erledigen, werden weniger häufig in den Headquartern zur Verfügung gestellt, dafür aber immer mehr in der Cloud, also im Internet, in Form von Diensten, die auch direkt angesprochen werden können, direkt von den regionalen Offices und direkt von den mobilen Benutzern. Und dementsprechend ist es nur logisch, diesen Zugriff auch direkt dorthin zu gestalten. Okay, schauen wir uns als nächstes mal die Architektur von dem Produkt an. Wie ist es eigentlich installiert? Man sieht hier im Prinzip drei wesentliche Komponenten, die in der Lösung enthalten sind. Das ist zum einen eine sogenannte Central Authority. Diese Central Authority ist sozusagen das Nervensystem der Lösung. Auf diesen Servern wird auch ein Webinterface gehostet. Das heißt, es ist eine Konfigurationsoberfläche, auf die sich der Kunde verbinden kann und dort eben im Browser seine kundenspezifischen Einstellungen vornehmen kann. Diese Einstellungen werden dann von dieser Central Authority auf unsere Nodes, auf unsere sogenannten Central Enforcement Nodes verteilt. Das heißt, Sie haben eine zentrale Stelle für Ihre Konfiguration und diese Konfiguration wird dann weltweit ausgerollt auf unsere Central Enforcement Nodes. Diese Enforcement Nodes sind eben diese besagten 40 Data Center, die wir heute, oder 45 Data Center, die wir heute in Betrieb haben. Man kann sich diese Enforcement Nodes ganz einfach als Proxies vorstellen, auf die sich die Benutzer oder die Firmennetze verbinden, um von dort aus ins Internet rauszugehen. Die dritte Komponente, die hier ins Spiel kommt, ist unser sogenannter Nanolog-Server. Dieser Nanolog-Server hat die Funktion, von allen Central Enforcement Nodes Logdaten einzusammeln. Und das bietet den Vorteil, dass Sie hier auf diesen Nanolog-Servern eine zentrale Stelle haben, um sämtliche Logdaten, egal von welchen Benutzern, auf welchem Kontinent sie denn auch verursacht wurden, auszuwerten. Das heißt, Sie haben eine zentrale Stelle, wo Sie einen globalen Überblick erlangen können über den Web-Traffic, der Ihrer Organisation entspringt. Dieser Nanolog-Server existiert in redundanter Form. Es gibt mehrere Cluster. Ein Cluster existiert in den USA. Ein weiteres Cluster existiert in Europa. Das ist für europäische Kunden aus datenschutzrechtlichen Gründen oft relevant. Wir können unsere Kunden in der Art provisionieren, dass europäische Kunden automatisch nur die Nanolog-Server in Europa verwenden. Das heißt, die Logdaten, die ja zum Teil auch sensible Daten enthalten können, werden auf europäischen Servern vorgehalten. Erwähnenswert ist vielleicht auch noch, dass dieser Nanolog-Server in Echtzeit arbeitet. Das heißt, es kommt hier kaum zu Verzögerungen. Es ist wirklich annähernd Echtzeit. Ein annäherndes Echtzeit-Logging, was hier angeboten wird.
in der Form, dass in wenigen Sekunden sozusagen die Transaktionen hier auch wiederum über das Web-Interface auf der Central Authority zu sehen sind. Hier sieht man jetzt die Karte von allen bereits installierten Datacentern, die in Betrieb sind. Ich denke mal, die Karte spricht für sich. Also es gibt hier kaum noch Flecken, die unseren Kunden abgehen. Sollte es tatsächlich der Fall sein, dass hier der eine oder andere Ort noch fehlt, gibt es immer noch die Option, einen sogenannten Private Node mit in diese Topologie zu integrieren. Diese Private Nodes sind im Prinzip dann auch funktionsidentisch zu diesen Public Nodes, also Public Sense, die Sie hier auf der Karte sehen, sind dann aber exklusiv für diesen Kunden installiert und werden dann auch nur von diesem Kunden verwendet. Also was ich damit sagen will, diese Landkarte ist erweiterbar, wenn denn der Bedarf besteht. Ja, was steckt in der Lösung drin? Es gibt hier einige Funktionen, die integriert sind in der Lösung. Das sind Security-Komponenten, aber auch Traffic-Management-Komponenten. Compliance-Themen werden abgedeckt in Form einer DLP-Lösung. Und schlussendlich gibt es natürlich auch ein Realtime-Logging und ein Reporting, das dazu dient, eben Reports basierend auf den Logdaten des Kunden zu erstellen. Was steckt jetzt in den Komponenten im Einzelnen drin? Unter der Security läuft zum einen ein ganz normaler Antivirenscanner. Das ist ein signaturbasierter Schutz, der bis dato bekannte Schadcodes erkennen kann anhand einer Signatur eben. Aber wir wissen mittlerweile, dass die relevanten oder kritischen Schadcodes oder Exploit-Codes, die heute die bekannten Angriffe unterstützen, leider nicht mehr mit Signaturen erkennbar sind. Deswegen hat Zscaler einen weiteren Layer entwickelt, eine sogenannte Advanced Threat Protection, mit der wir auch bis dato unbekannte Schadcodes erkennen können. Dahinter verbirgt sich im Prinzip eine Risikobewertung jeder einzelnen Webseite, die vom Benutzer angesurft wird. Das heißt, jede Webseite wird in einzelne Komponenten zerlegt und mit einem Faktor belegt. Wenn diese Webseite dann in Summe einen gewissen Schwellwert überschreitet, kann diese Seite laut Konfiguration des Kunden dann eben geblockt werden. Diese Advanced Threat Protection ist zum einen sehr einfach zu konfigurieren, zum anderen aber auch sehr effektiv, weil dadurch eben sichergestellt wird, dass das Risiko einfach minimiert wird beim Surfen. Die dritte Komponente, die in dem Security-Teil hier drin steckt, ist unsere sogenannte Browser Control. Hier wird überprüft, mit welchen Browser-Versionen der Benutzer sich im Internet bewegt und auch hier kann der Administrator Einstellungen vornehmen, um gewisse veraltete Browser zu blockieren. Diese Browser Control bezieht sich jetzt nicht nur auf den Browser an sich, sondern auch auf die installierten Plugins, die im Browser sozusagen enthalten sind. Das ist besonders wichtig, weil wir wissen, dass prominente Plugins wie zum Beispiel Adobe PDF Viewer oder Flash Player oder Java Runtimes eben sehr oft ausgenutzt werden, um den Client-Computer anzugreifen. Viele dieser Plugins und Browser-Komponenten beinhalten Schwachstellen, die auch bekannt sind, die auch bei den Angreifern bekannt sind. Und wenn die denn veraltet sind, sind sie ein relativ leichtes Ziel für diese Angreifer. Deswegen können Sie hier nochmal dediziert überprüfen, wie aktuell sind denn diese Plugins im Browser. Und falls wir denn mit diesem Check feststellen, dass diese Komponenten veraltet sind, können Sie dem Benutzer eine Warnmeldung zukommen lassen. Unter Traffic Management verbirgt sich zum einen URL-Filterung, das heißt, Sie können hier
schön definieren, welche URL-Kategorien geblockt werden sollen. Typischerweise sind es Adult-Seiten oder Gambling-Seiten. Andererseits können Sie aber auch unabhängig von der Datenbank Themen herausfiltern über eine sogenannte lexikale Analyse. Das heißt, auch wenn eine gewisse URL oder Webseite in dieser Datenbank, in dieser URL-Datenbank nicht enthalten ist, sind wir trotzdem noch in der Lage, den Zugriff auf Adult-Seiten oder Gambling-Seiten zu blocken, weil wir die Inhalte dieser Webseiten überprüfen mit einer lexikalen Analyse. Sprich, es werden bestimmte Stichwörter bekannt und wenn die denn enthalten sind, würde die Seite geblockt werden. Web 2.0-Kontrolle bietet die Möglichkeit, gewisse Portale in der Funktion einzuschränken, wie zum Beispiel Facebook, YouTube oder Webmailer in der Form, dass sie sagen, eine Policy erstellen können und sagen, okay, YouTube generell ist erlaubt, aber nur eine Stunde am Tag pro Benutzer. Er darf auch keine Videos hochladen. Bei gewissen Webmailern darf er E-Mails zwar lesen, aber keine Attachments verschicken. Facebook gewähren sie nur lesenden Zugriff, aber der Benutzer darf aus dem Unternehmensnetz heraus keinen Post schreiben. Dazu kommt noch unsere Bandbreitenkontrolle. Hier ist es möglich, gewisse Applikationen oder Webseiten zu priorisieren. Das heißt, wenn Sie zum Beispiel eine businesskritische Applikation im Internet nutzen, wie zum Beispiel Salesforce oder Box, dann können Sie sagen, okay, das ist, diese Zugriffe sollen mit einem gewissen Prozentsatz meiner zur Verfügung stehenden Bandbreite priorisiert werden. Das heißt, Sie können hier an einem Prozentsatz festmachen, wie gut die Anbindung zu diesen Webseiten garantiert werden soll. Compliance, ich habe es schon erwähnt, bezieht sich im Prinzip auf lexikale Analyse. Hier wird Outbound Traffic überprüft, das heißt, Sie können damit sicherstellen, dass sensible Daten nicht über Web-Traffic nach außen wandern. Es werden hier bestimmte Dateiformate überprüft auf Schlagwörter. Und wenn denn gewisse Schlagwörter in diesem Traffic, der nach draußen geht, erkannt wird, können Sie entweder einen Auditor benachrichtigen oder diesen Traffic eben blocken. Analyse, forensische Analyse wird über unser Analytics Portal angeboten. Das heißt, hier können Sie Reports erstellen, hier können Sie detailliert in den Logdaten, in den Transaktionsdaten Ihrer Organisation nachforschen, was denn zu welchem Zeitpunkt in welcher Niederlassung passiert ist. Sie können zum Beispiel auch nachvollziehen, welche Clients mit irgendwelchen Botnetzen infiziert ist. Auch solche Sachen wären ersichtlich in den Logdaten. Dann können Sie natürlich auch gescheduled jeden Monat Reports zuschicken lassen. Ja, es gibt zwei wichtige Themen im Zusammenhang mit so einem Cloud-Service und das sind die Themen Traffic Forwarding und Authentication. Das heißt, wie leitet der Kunde denn eigentlich den Traffic von seinen Niederlassungen und von seinen Benutzern zu dieser Cloud-Lösung und vor allem, wie wird dieser Traffic authentifiziert? Da gibt es jetzt sehr vielfältige Mechanismen, die wir anbieten können. In der Kürze der Zeit werden wir wahrscheinlich nicht schaffen, alle detailliert anzusprechen. Ich werde nur kurz drüber gehen, um einen kleinen Einblick zu bieten, was denn hier möglich ist. Traffic Forwarding. Wie gesagt, die Lösung funktioniert ja ohne Software und ohne Hardware. Das heißt, allein auf Basis einer Konfiguration, die der Kunde durchführen muss. Entweder auf seinen Clients oder auf seinem Internetrouter. Und die erste Option, die wir hier sehen, basiert im Prinzip auf einer Browser-Konfiguration. Der Browser wird über ein Packfile in der Art konfiguriert, dass er einfach die nächstgelegenen Zscaler-Proxys verwendet. Das ist eine der am meisten verwendeten Optionen unserer Kunden, die sehr einfach ist und die auch sehr gut für mobile Benutzer funktioniert.
weil hier auch automatisch die jeweils nächstgelegenen SEN-Knoten oder Enforcement Nodes in den Browser des Benutzers rein konfiguriert werden. Und das automatisch. Es basiert auf einer Geolokation, das heißt, es wird ermittelt, wo sich der Benutzer befindet mit seinem Laptop. Und dementsprechend werden die nächstgelegenen Zscaler-Knoten konfiguriert und von dem Zeitpunkt dann natürlich auch vom Benutzer verwendet. Die nächste Option ist eine Anbindungsvariante, die auf einem Tunnel basiert, einem sogenannten DE-Tunnel. Dieser Tunnel wird fix konfiguriert von einem Router, der in der Niederlassung des Kunden steht, und dieser Tunnel wird terminiert oder beendet auf den jeweils zwei nächstgelegenen Enforcement Nodes. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, Proxy-Ketten zu konfigurieren. Das heißt, wenn der Kunde einen internen Web-Proxy dann schon verwendet, ist es in der Regel sehr einfach, hier die nächstgelegenen SEN-Knoten von Zscaler als nächsten Proxy rein zu konfigurieren. Auch das ist eine Variante. Auch IPsec-VPNs sind möglich. Wir können hier auch über IPsec-Tunnel eine Anbindung an diese Zscaler Cloud bewerkstelligen in einer sehr ähnlichen Form wie die DRE-Tunnel. Ja, und zu guter Letzt gibt es auch Möglichkeiten für Mobile Devices, das heißt Android-Phones oder iOS-Phones, Apple-iPhones und iPads können ebenfalls in einer Art und Weise konfiguriert werden, dass sie diese Zscaler Cloud verwenden. Was Sie hier sehen, diese Option 5, ist nur eine Variante von vielen. Also wir können eben für Apple-Geräte den VPN-Client verwenden, der auf diesen Geräten schon zur Verfügung steht, und über eine Konfiguration erreichen, dass diese Geräte automatisch über die Zscaler-Nodes ins Internet gehen. Ja, hier nochmal alle Forwarding-Mechanismen im Überblick. Das nächste Thema, das ich ansprechen wollte, ist Authentication. Wie Sie hier sehen, gibt es jede Menge Optionen bezüglich der Authentifizierung, sechs an der Zahl. Die sind zum Teil recht technisch. Also es gibt hier eine Option, die sehr benutzerfreundlich ist, aber eine Komponente erfordert, einen sogenannten Identity Provider, einen sogenannten Federation Service, den der Kunde in-house betreiben müsste. Hat allerdings den Vorteil, dass diese Lösung sehr benutzerfreundlich ist. Das heißt, die Benutzer müssten keine Benutzernamen und Passwörter mehr eintippen. Die ganze Authentifizierung findet intern beim Kunden statt. Das heißt, es besteht auch keine Gefahr, dass hier sensible Daten nach draußen abwandern zu einem Service Provider wie Zscaler. Und diese Lösung ist ja zum einen sehr sicher und zum anderen sehr benutzerfreundlich. Es gibt auch ganz einfache Varianten wie unser Hosted User Directory. Sie können ganz einfach auf der CA, auf dieser zentralen Stelle von Zscaler, Benutzer definieren und anlegen. Hier ist es auch möglich, diese Benutzer einfach über einen CSV-File zu importieren. Und ab dem Zeitpunkt wäre dann eine Authentication gegen diese Hosted User Directory Datenbank möglich. Es gibt auch Varianten wie diese, mit der wir ganz einfach Ihr eigenes Unternehmensdirektory anbinden. Das heißt, über eine LDAP-Verbindung würden dann die Benutzer gegen ihr eigenes Directory authentifiziert werden. Auch die Variante gibt es. Ja, es gibt auch die Möglichkeit, Cookies auszurollen auf den Clients. Das heißt, wenn denn die Cookies valide sind, die hier auf dem Client vorinstalliert werden, sozusagen, könnte man sozusagen die Authentication umschiffen. Also bei jedem Webzugriff würden dann diese Cookies auf den Zscaler-Knoten ersichtlich sein.